Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Im letzten Part hat uns der Barkeeper vom Lone Star angerufen, dass Joe in der Bar Randale macht. Ganz klar, wir müssen natürlich sofort dorthin und ihm helfen, dem Barkeeper, und Joe nach Hause bringen. Deswegen tun wir das jetzt auch. Ne? So, unser Auto ist mittelmäßig beschädigt. Perfekt, wir nehmen einfach... Welchen nehmen wir? Was ist unser schnellstes Auto bis jetzt? Er hier. Na, dann nehmen wir noch den. Damit wir schnell bei Joe sind und dem Lone Star. Und dann ist alles super. Und bei Nacht sieht die Stadt richtig schick aus, hey. Moment. Guck mal, was neben meinem Auto schwebt. Da schwebt was. Was ist das? Kann ich es abschrauben? An der Wand? Nö. Okay. Wo ist denn der? Ach, der ist gerade hier um die Ecke. Vielleicht bringen wir Joe auch einfach zu uns und dann pennt er bei uns. Das wäre vielleicht weniger aufwendig, ihn wegzufahren. Na, mal gucken. Aber klar, dass der traurig ist, wenn Marty gestorben ist. Man kann es ja verstehen. Er hat ihn wie seinen eigenen Lehrling oder Sohn oder Schüler angesehen. Naja. So, mein Kater mautzt wieder. Eine Sekunde mal eben, bitte. So, ich hoffe mal, jetzt ist mein Kater endlich ruhig. Puh. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito! Da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe. Warum wohl? Oh. Genau. Mit dem Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay. Trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert! Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm her schon. Oh, es war so klar. Ich hätte es wetten sollen. Ja, wo gehen wir denn jetzt raus? Hat's hier noch ein Magazin? Prospektmagazin? Ich schätze mal. Nicht. Wieso soll ich die Leiche ziehen? Ah, deswegen, okay. Ja. Den müssen wir jetzt auch vergraben. Oh, scheiße. Joe, dieser Idiot, ey. Dieser Vollidiot. Jetzt muss ich auch noch die Leiche wegbringen. Mann. Irgendwie ein Déjà-vu, oder? Ist doch ein Déjà-vu. So, aber keiner hat's gemerkt. Oh, scheiße. Wieso will die mich festnehmen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, die wollen mich killen. Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Ich bin doch gar nicht... Roger. Ausgerastet. Aber ich raste gleich aus. Hey, alles Joes Schuld. Mann. Nein, nein, nein. Die dürfen mich gar nicht sehen. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Jawohl. Wunderbar.
Wir können sogar hupen. Wohin müssen wir denn jetzt? Bringe Joe nach Hause. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei Joe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sitzen tief in der Scheiße. Wieder mal. Eigentlich nach jeder Mission. Oder während jeder Mission. Ziemlich langes Kapitel übrigens. Das will ja gar nicht mehr aufhören. Finde ich aber cool, wenn die Kapitel jetzt noch richtig lang werden, denn ja, insgesamt hat das Spiel ja nur 14, was ich recht schade finde. Gut, wir sind da. Ja, schieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid wegen... Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Mhm, ruf mich morgen an. Jetzt müssen wir den, ja... Lass dich dabei nicht erwischen. Toll! Super, Joe. Ganz toll gemacht. Ja, ich gehe einfach zu Brusky. In die Schrottpresse. Nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft jetzt. Würde mich stark an Saints Row 2 erinnern, wer das Spiel kennt. Cooles Spiel übrigens. Da war doch auch irgendwas mit einer... Naja, nicht mit einer Presse, aber da wurde auch jemand im Kofferraum zerquetscht. Lebend sogar noch. Der hier ist ja schon tot, also der spürt wenigstens nichts mehr. Naja, vielleicht let's play ich ja auch noch irgendwann Saints Row 2. Mal gucken. News Home. Okay. Uff, uff, uff. Es muss aber auch alles schief gehen, ne? Darf ich dann heimlaufen oder was? Das fände ich ja jetzt richtig bescheuert. Naja. Ja, Tatsache. Ups. Wollte ich gar nicht. Ja, wir zerquetschen ihn tatsächlich. Ist das nicht unglaublich? Kriegen wir wenigstens Geld dafür? Weil ich meine, wir... Zum Patchen ja einen Wagen und das gibt ja eigentlich Geld. Ja! Es gibt sogar Geld. Wenn ich mich jetzt da hinstelle, was passiert dann? Dann wäre ich wahrscheinlich zerquetscht worden. Aber ist ja nichts passiert. Schauen wir mal bei hier Mike vorbei. Tut mir leid, Vito. Ich habe jetzt keine Zeit. Komm morgen wieder. Okay. Ich komme aber morgen nicht wieder. Der hat eh keine Aufträge für uns. Und ich sehe gerade, hier sind noch Garagen. Kann ich hier nicht mein Auto... meine Autos holen? Kann ich hier rein? Hey, da kann ich rein. Okay. Hat's hier vielleicht noch ein Magazin? Magazin, Magazin, Magazin. Nö. Nö. Okay. Hier hat's doch ein Auto. Oh, hier hat sogar ein paar Autos. Wie mache ich das nochmal? So. Wunderbar. Smith Mainline. Ich weiß jetzt nicht, ob der so schnell ist oder... Naja. Ah, schön, eine entspannende Melodie. Und der Part, der wird jetzt auch beendet. Und ich nehme gerade mal 10 Minuten auf, deswegen werde ich den Fahrweg jetzt nicht rausschneiden, sondern einfach ein bisschen was erzählen. Ja, Mafia 2 und Evoland, die Spiele sind eigentlich fast schon fertig aufgenommen. Also die sind nicht fertig aufgenommen, aber die sind fast schon wieder vorbei. Denn beide Spiele sind nicht sonderlich lang. Evoland gibt noch eine Session, schätze ich mal, von 2. Eine Session, alles komplett 4 Parts. Die zweite wird, denke ich, auch mal 4 oder 5 Parts lang werden. Und dann ist Evoland auch vorbei. Und dann ist wieder die Frage, was soll ich denn dann spielen? Mass Effect war ja auch noch ganz hoch oben bei den Votes, bei dem Vote-Video. Und darauf hätte ich eigentlich auch Lust. Aber Mass Effect wird halt ein, ja, ein sehr, sehr langes Projekt. Ratchet & Clank Gladiator, werde ich gucken, dass ich das in Sommerferien hinkriege. Das sollte vielleicht sogar klappen.
Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viele Spiele, die mir sonst so zusagen, ne? Ihr könnt euch ja nochmal das Vote-Video anschauen. Vielleicht ist da ja doch noch ein Spiel dabei, wo ihr sagt, ah, jetzt vielleicht doch hätte ich Lust drauf. Oder auch nicht. Ja, könnt ihr einfach mal schreiben. Aber eigentlich gehört es ja nicht zu Mafia 2. Ich wollte es jetzt einfach mal sagen, weil ich habe ja eh während den Fahrzeiten nichts zu erzählen. Und wieso dann nicht wieder mal fragen, habt ihr Vorschläge, habt ihr Wünsche, habt ihr... Ja, habt ihr irgendwelche coolen Spiele, die ihr von mir sehen wollt? Wenn ja, dann schreibt's einfach und ansonsten Gladiator und Mass Effect sind bei mir relativ weit oben auf der Liste. So, ich hab's geschafft. In der Garage parken. Na, wunderbar. Jetzt dürfen wir aber hoffentlich endlich schlafen. Erstmal machen wir die Lichter aus. Strom verschwenden ist nicht. Ups. So. Oh. Aufs Klo wollte ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt pennen. Mit dem Radio. Ah, endlich ist der Tag geschafft. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta. Wer klingelt denn da? Wer zum Teufel ist das? Das frage ich mich auch. Wer ist das? Gut, aber ich würde sagen, das sehen wir dann erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, trotz der Kürze des Parts, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt, was ihr für Spielevorschläge habt. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.